Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Taha. Moment, bis was andere? Bis rote Bläschen. Rote Bläschen. Möget ihr kommen. Sind das jetzt rote Bläschen? Ja, wahrscheinlich. Oh. Okay, das waren anscheinend noch nicht die roten Bläschen. Ups. Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Ist gut, dass unsere Zutaten noch nicht weg sind. Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Okay. Bis es sich grün verfärbt. Das haben wir gerade eben hinbekommen, ne? Und diesmal merke ich mir, wie rum links geht. Ja, da, grün. Ich habe aufgehört. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Tja. Auch das sollten wir hinkriegen eigentlich. Guck, wie schnell das geht, wenn man dazugeben und warten, bis richtig macht. Aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Okay. Rote Bläschen. Wir warten jetzt wirklich auf rote Bläschen. Das scheinen keine roten Bläschen zu sein, was das ist. Okay, anscheinend waren das doch die roten Bläschen, aber ich habe nicht schnell genug gerührt. Ha. Fast. Ja. Fast? Fast. Und nochmal von vorne. Ah, okay, aber ich krieg das hin. Im Topf köchelt das Wasser. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis ich. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das wird aber eine komische Animation für Bläschen. Sondern weil jetzt halt hier schon die ganze Zeit so Bläschen da sind, da. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Oh, wie schön schnell das geht. Rote Schweiß. Warum auch immer der so gelblich wird. Warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. So. Rote Bläschen. Jetzt. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Ach, so. Das dritte Mal blau. Eins? Dann muss er jetzt auch eine andere Farbe kriegen, ne? Ja. Zwei. Anschließend den asthmatischen Schluckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Das werde ich halt wieder verkacken. Ich sehe es kommen. So, viermal rechts rum, ne? Eins, zwei, drei, vier, zweimal links rum. Eins, zwei, und dreimal rechts rum. Eins, zwei, drei. So, das war super safe einfach. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Das kriegen wir gebacken. Das war gerade die super safe Variante, weil ich keine Lust hatte, das alles nochmal zu machen. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserker-Trank. Ja, läuft. Dann jetzt? Wo ist unsere Fiole denn? Also. Mein erster Zaubertrank. Okay, hallo, du da. Zaubertrank. Ist dann. Herr Lehrer, was gibt es? Schaut, Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Ich bin sprachlos. Ja. Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magier ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt als jeder andere vor dir. Ach, Könner. Das ist dein Geheimnis. Ja, so sieht das nämlich aus. Jemand Kluges sagt mir, was ich zu tun habe. Das ist eine unheimlich langweilige Antwort. Ja. Ich kann es nicht genau erklären. Es ist, als würde alles, was ich tue, von einer höheren Macht gesteuert. Hm.
Diese Macht muss ich gut mit Magie auskennen. Ja, sicher. Ja. Das ist ja jetzt Schwachsinn. Wie auch immer. So unglaublich das ist. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Warte mal. Magierdiplom für Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Oh. Der Erzmagier ist Ihr Bruder? Ja, sicher. Interessant. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquarz, weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Okay. Nun geh schon. Du hast lange gewartet. Geil. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Na gut, cool. Also halten wir fest, wir haben jetzt, also wobei, die Komplettlösung? Habe ich die Komplettlösung gebraucht? Ich glaube nämlich, die drei Zauberprüfungen ist wirklich genau der Punkt, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Dementsprechend habe ich die Komplettlösung nicht gebraucht. Ja, dann ab dafür. Psst, hallo, Herr, ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Danke. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir sind alle wohlgenährt. Ich denke, jetzt heißt es Abschied nehmen. Ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquarz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Ich würde behaupten, das ist, Marina, das Signal, dass wir diese Stadt jetzt mal verlassen werden. Wir waren jetzt aber auch echt lange in dieser Szenerie hier drin. Das muss man fairerweise auch sagen. Hallo, du Arschgeige. Wir haben endlich unser Hallo, Diplom. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur. Was willst du? Hey, Stadtwache. Schau dir das mal an. Du darfst mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will nun sofort den Erzmagier sehen. Sagt er gar nichts mehr zu. Gucken. Bin mal gespannt, ob der jetzt... Ach, hier ist der... Der sieht ja genauso aus wie der... Oh mein Gott. Was gibt's? Warum trägt dieser Gnome Magierkleidung? Und er hat die gleiche Synchronstimme. Dies ist Meister Wilbur Wetterquarz. Ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht. Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hinfort, Gnome. Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Den Ring? Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Meister Priester, ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß... wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt, von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glück hold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben.
und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meisterwetter Dings, ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquarz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das dürfte so bald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde, ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück. Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten. Welche Freunde denn? Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Ja, das hat die alle doch, oder nicht? Das ist gut zu wissen. Das lief doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten. Und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Pff, Alter. Okay, krass. Das hätte ich jetzt um ehrlich sein nicht gedacht. Gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Tilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten. Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Okay, hier scheint das Spiel dann weiterzumachen. Aber wir sind A, in einer neuen Szenerie. Und B, würde ich sagen, machen wir hier nämlich jetzt mal einen Cut. Weil ich nicht wieder haben möchte, dass ich... Alter, was sitzt denn da auf dem Boot? Alter. Egal, ich möchte nicht wieder haben, dass ich ganz lange im Voraus aufnehme und dann mehr oder weniger wieder so ein bisschen keine Lust... weil nicht mehr genau wissen, worum es in dem Spiel eigentlich geht, Gefühl zu haben. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Und für euch geht's dann hoffentlich morgen weiter. Aber ich denke doch, weil das war jetzt nicht so lang. Und ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao.